Und hier sieht man das. Hier. Sehr cool. Und der hört sich eigentlich auch echt gut an. Im Rückspiegel sieht das auch mega gut aus. So, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Wir haben es gerade noch sehr spät. Wir haben es gerade 22.30 Uhr. Wir waren eben gerade noch schnell duschen. Und wir testen heute mal die 1.5.0 mit dem neuen Lone Star. International Lone Star, damit werden wir jetzt einfach mal eine Runde fahren. Wir werden uns mal die neuen Grafiken so ein bisschen angucken in der Version 1.5.0. Das Ganze seht ihr morgen, also für euch ja heute, am Mittwoch, am 10. April. Und habt ihr schon mal die Beta gespielt? Könnt ihr ja schon gerne mal reinschreiben, ob ihr da schon mal fleißig geworden sind. Ich finde von der UI und sowas, was wir hier alles so sehen, finde ich das eigentlich mega cool. Ein Problem haben wir irgendwie ein bisschen. Und zwar, das Plugin funktioniert zwar noch nicht, das war uns aber auch schon bewusst, dass das Ganze nicht funktionieren wird. Was ich aber auch schon festgestellt habe, ist, wenn ich mein Audio über meine Kopfhörer anmachen möchte, dann sehe ich hier leider auch nichts. Aber gut, da werden wir mal gucken, wie wir das alles so bewältigt bekommen. Wir werden heute von San Francisco nach Fresno fahren, für die Leute, die es interessiert. Und wir gucken uns einfach mal so ein bisschen die neuen Grafiken an. Wir fahren mal mit dem Lone Star. Ja, wir haben ja auch schon in den einen oder anderen Kommentaren gelesen, so, das ist gar kein LKW, der neu dazu kam. Den gibt es schon relativ lange. Nein, es gibt nur neues Interieur, neues Exterieur, ja, bis hier mit neuen Motoren etc. Ich dachte mal trotzdem, wir fahren hiermit einfach mal. Und ich muss sagen, irgendwie sieht das hier ultra krass scharf aus gerade. Und auch das sind solche Stellen, da muss ich mal sagen, ja, okay, wenn man von oben guckt, dann ist natürlich echt sehr hässlich das Wasser. Aber ich finde, das mit dem Schatten, das, also irgendwie haben irgendwas richtig krass anderes ist schon passiert einfach. Und das werden wir uns mal angucken. Vielleicht können wir ja sogar noch mal über so einen kleinen Schotterweg fahren. Das wäre natürlich auch noch mal richtig cool. Ah, das ist ein Hotdog-Mensch. Das wäre natürlich hier auch noch mal richtig cool. Können wir uns hier noch mal so ein, zwei Kleinigkeiten angucken. Der Verkehr irgendwie ist da gerade nicht ganz vorhanden, so wie ich mir das gewünscht hätte. Aber vielleicht kann man da ja auch noch mal ein bisschen was dran machen, wenn man in der Config spielt mit G-Static, G-Traffic. Hätte man da bestimmt auch noch mal ein bisschen was machen können. Oh, herrlich, ne? Das sieht wirklich alles mega aus. Ich finde, es hört sich auch schon echt cool an, so ein bisschen dieses Fahren und dieses irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass da halt auch ein bisschen was mit den Sounds passiert ist. Das gefällt mir sehr gut. Von der Performance her, ich hatte ja in ATS eigentlich tatsächlich immer mal wieder so zwei, drei kleine Probleme, muss ich sagen. Dass wir einfach irgendwo lang gefahren sind und wir dann einfach konstant 30, 40 Frames hatten, vor allem hier in so einer Stadt. Das war für mich ja immer relativ Standard. Da wir aber jetzt ohne Audio spielen müssen, machen wir uns mal so das Audio an, ein bisschen lauter über die Boxen, dass wir hier auch ein bisschen mehr sehen können. San Francisco sieht ja schon echt cool aus, ne? Ich freue mich auch generell so ein bisschen diesen California Vibe so ein bisschen kennenzulernen, ja? Wir haben ja ein WeWork in der dritten Phase jetzt für Kalifornien bekommen. Da kann man natürlich echt viele Sachen sich jetzt so angucken, wenn wir mal so vorne auf der Motorhaube gucken. Reflexionsskalierung haben wir jetzt bei 200% und es läuft einfach alles super flüssig. Es ist wirklich super cool, wenn wir euch jetzt mal Szene ausmachen ohne mein Gesicht. Ich finde, das sieht auch einfach mega geil aus. Das hat schon richtig Qualität, was wir hier sehen. Frage ist jetzt nur,
wir haben uns, glaube ich, in den Einstellungen, wir gucken ja jetzt einfach, ne? Wir quatschen und wir gucken, deswegen wundert euch bitte nicht. Wir haben uns eigentlich in den Einstellungen was angemacht. Jetzt weiß ich leider nicht ganz genau, wo das nochmal war. Bestimmt bei Gameplay, wie ich ATS und ETS kenne, ist, wir haben ja hier einen Spurhalteassistenten ab sofort. Den müssen wir natürlich nochmal anmachen. Keep Supporting werden wir mal mit anmachen. Wir werden uns das mal angucken, wie sich das so anfühlt, wenn wir hier rüberfahren. Aber also bei mir funktioniert das anscheinend noch nicht. Oder man muss einen LKW extra ausprobieren. Er erkennt die Spur generell noch nicht ganz. Mein Lenkrad ist ein bisschen schwerfälliger geworden. Ja, das stimmt. Lasst uns mal einmal auf die Option gehen. Nochmal auf Gameplay gehen. Ich finde sowas ist immer relativ interessant, wenn man sich das mal so angucken kann, ja, wenn man so mal sieht, so was man hier alles jetzt so mit machen könnte, ob das alles überhaupt funktioniert. Dafür gibt es ja am Ende des Tages auch diese Experimental Beta, denn sie wollen ja natürlich hiermit auch ausprobieren, ob das funktioniert. Wir können hier noch Assisted Steering anmachen. Das machen wir nochmal auf 100%. Aber wirklich was machen? Tut es bei meinem Lenkrad zumindest nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob nur gewisse Lenkräder supported werden oder ob jedes Lenkrad supported wird. Das weiß ich nicht. Auch von der Hinsicht. Dafür müssen wir mal wieder die Facecam ausmachen. Oh, jetzt haben wir aus Versehen auf F3 gedrückt. Auch mit dem neuen Navi muss ich echt sagen, das sieht eigentlich echt gut aus. Damit lässt sich es vielleicht einigermaßen besser spielen. Wäre schön, würden sie dieses Navi auch einstellbar machen für uns selber, dass wir sagen können, ey, ich kann alles ganz genau so machen, wie ich das haben möchte. Ob die das hier noch mit reinmachen, weiß ich nicht. Aber die Schatten sehen schon echt mega, mega, mega aus. Ich habe auch das Gefühl, dass die Grafik halt einfach wirklich tausendmal besser geworden ist, dass ich einfach das spüren kann und sehen kann. Klar, wir sind jetzt auch lange kein ATS mehr gefahren, wir sind viel ETS gefahren. In ETS sieht eh alles ein bisschen anders aus tatsächlich. Ja, ATS ist ja in 2016 rausgekommen, das heißt, es ist der kleine Bruder von ETS. Dementsprechend hat ATS natürlich auch schon ganz andere Features, andere Grafiken, ein bisschen andere Details halt auch einfach bekommen als ETS. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, so nachdem ich jetzt einfach mal wieder hier in den ATS geswitcht bin, nach, keine Ahnung, gefühlt 300 Stunden ETS, dass man da wirklich was Krasses merkt und auch Krasses sieht und dass man hier auch irgendwie ja, einfach so ein Gefühl hat von wegen, dass es was Neues ist, dass es sich was ganz anderes anfühlt. Man merkt auf jeden Fall, der Verkehr ist natürlich ziemlich wenig jetzt hier in der Beta. Warum und wieso und weswegen, kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob das gerade bei mir in den Settings war. Ich musste tatsächlich American Truck Simulator noch einmal kurz deinstallieren und neu installieren heute, weil meine Seitenkonsole nicht funktioniert hatte. Deswegen, ich musste es einmal deinstallieren. Ich weiß nicht, ob es deswegen irgendwo dran lag, aber insgesamt fühlt sich das trotzdem mega an. Wenn wir jetzt mal hier rüberfahren. Und so ein bisschen Staub mit, wenn wir jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt natürlich Staub rauskitzeln wollen, das ist natürlich auch wieder die nächste Frage, wollen wir überhaupt Staub rauskitzeln oder nicht, sieht man auf jeden Fall trotzdem diese kleinen Partikel so ein bisschen mehr in der Luft. Ich finde die Farbe, okay, das hier oben ist natürlich wegen der Windschutzscheibe. Aber ich finde auch, die Farben sehen ganz anders aus. Das haben sie auch alles angekündigt, dass die Farben tatsächlich ein bisschen anders ausschauen werden. Hier werden wir gleich einmal ein bisschen kriminell das machen. Eigentlich dürfen wir ja hier nicht geradeaus fahren. Wir werden es trotzdem machen und wir werden mal ganz langsam hier rüberfahren mit unserem Trailer. Und von dem Staub her, so was wir so ein bisschen ins Gesicht bekommen hat, in der Hinsicht, wenn wir außen fahren, finde ich das schon echt
Mega. Deswegen, wir testen ja hier gerade wirklich alles sehr viel aus. So, wenn da Gras drüber ist, dann staubt es nicht so doll. Als wenn es einfach nur ein bisschen Schotter ist. California Rework. Ich gucke mir ja sehr gerne auch YouTuber an. Zum Beispiel Alex Nino, der ist in den USA tatsächlich LKW-Fahrer in Kalifornien. Und da sieht man halt auch solche Landschaften. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht oder ob das einfach nur mein Monitor ist. Entschuldigung für den kleinen Unfall. Das kommt davon, dass ich die ganze Zeit links und rechts gucke. Mein Monitor, der ändert die Farben. Also ich gehe nach links, dann ist das ein bisschen überblendet, tatsächlich der Himmel. Und danach reguliert er automatisch diesen Blauton von hellblau auf dunkelblau. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder nicht. Oder ob nur ich das sehe. Weil es an meinem Monitor hängt, das weiß ich gerade nicht. Aber das sieht schon echt verdammt gut aus. Ich habe generell das Gefühl auch, dass die Schilder viel cleaner geworden sind, aber das ist natürlich auch sehr viel mit dem ganzen Schatten, den wir jetzt hier so sehen. Wir sehen da ganz entfernt Schatten, wir haben neues TAA dazu bekommen. Das ist halt natürlich schon was ganz, ganz Neues. Ich glaube, viele Leute haben auch die Befürchtung tatsächlich, dass dieses Spiel, dass man jetzt einen High-End-PC braucht. Ich habe jetzt keinen High-End-PC. Ich habe schon einen besseren PC als bestimmt viele User da draußen. Aber tatsächlich läuft es bei mir jetzt gerade 1000-mal besser. Mit mehr FPS, selbst wenn die Grafiken etc. pp. Deutlich verbessert worden sind. Und wenn jetzt noch die ein oder anderen Leute schreiben, nein, pass mal auf hier, wir haben, du hast so viele Mods gehabt, deswegen waren deine FPS so schlecht in American Truck Simulator. Nein, kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich hatte insgesamt 38 Mods aktiv und davon war nur ein Mod für die Grafiken zuständig. Dementsprechend kann ich schon sagen, dass hier wirklich was sich getan hat. Aber auch wirklich ins sehr Positive. Ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, hier Kalifornien so ein bisschen zu erkunden. Generell die ganzen Grachten und Gruchten und sowas durchzufahren. Ich glaube, das wird auch sehr cool. Montana, Colorado sind ja auch wirklich eine sehr coole Strecke, die ich gerne fahre. Vor allem, wenn man das jetzt hier so sieht. Ne? Also ich war noch nie in meinem Leben in Kalifornien. Ich wollte dort eigentlich mal hin. Dann hat ja das große C angefangen, 2020 oder irgendwie sowas, wenn das auch war. Da war ich natürlich nicht in Kalifornien. Ich wäre da sehr gerne hingefahren. Ich hatte mir tatsächlich schon fast was gebucht. Aber von dem, was sie so hier aufgebaut haben, Colorado, Montana und sowas, das ist wirklich sehr geil und ich erkenne auch sehr viel wieder. Wie es in Kalifornien ist, weiß ich natürlich jetzt hier nicht hundertprozentig, aber ich finde, das sieht trotzdem einfach schön aus, hier ein bisschen durchzufahren mit den ganzen kleinen Häusern, mit so einer, ich sag mal in Anführungszeichen, mit einer kleinen Vorstadt, mit so einer kleinen Skyline, ja, wo man alles hier sieht, mit den ganzen Brücken, Modesto sind wir gerade. Das sieht dann auch wirklich cool aus und wenn wir jetzt uns das Gitter mal hier so ein bisschen fokussieren, dann ist das schon krass, dass von ganz weit hinten, dass das Gitter nicht einmal wirklich verwaschen wird, ja, das, man sieht es einfach ultra clean, es ist ultra geil und nicht so wie ein ETS, das ganz oft bei solchen kleinen und feinen Details so ein bisschen dieses Bild zerrend startet. Das finde ich natürlich auch ziemlich gut, denn auch ich war davon immer betroffen, dass ich ganz oft diese Screen Tearings hatte. Das bedeutet, dass euer Bild einfach sich so ein bisschen zieht und dass ihr dann auf einmal so einen kleinen Streifen durch den Monitor seht. Wenn ihr zum Beispiel einen Triple Monitor spielt, habt ihr das bestimmt das eine oder andere Mal, weil die Auflösung halt noch nicht hundertprozentig nachkam. Jetzt ist es auf jeden Fall was anderes. Das finde ich auch sehr gut. Sehr angenehm. Ich finde das neue UI von der Karte finde ich ultra angenehm. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Diese ganzen Instrumente gefallen mir auch wirklich gut. Was mir noch nicht gut gefällt, ist, dass dieses Lane Assist noch gar nicht funktioniert bei mir. Warum, wieso, weswegen? Wie gesagt, da gucke ich später mal in Ruhe. Da gucke ich mal, was ich so machen könnte. Ob das vielleicht eine LKW-Einstellung ist, ob ich vielleicht einen Truck brauche, der das überhaupt unterstützt. Wahrscheinlich brauche ich das, klar, aber ob man das hier auch irgendwo auswählen kann, dass das Ganze hier unterstützt wird. Schade, dass hier auch kein Piepgeräusch ist draußen.
Aber gut, dafür ist es ja auch die Experimental Beta, ja. Da haben die Hersteller ja schon von Anfang an gesagt, dass wir hier bestimmt mit den ein oder anderen Fehlern rechnen dürfen, dass nicht alles funktionieren wird, dass auch viele Sachen gar nicht funktionieren werden und dass sie halt frühzeitig Feedback dafür brauchen. Ich weiß, in Amerika muss man beim Stoppschild tatsächlich lange stoppen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das ist schon ziemlich gut. Zum Beispiel da ist der Schatten gerade einfach aufgehört. Einfach so. Von dem LKW. Ich hoffe mal, dass in der offenen Beta für die 1.5.0 ohne Experimental, dass das auch vorbei sein wird. Und spätestens zu der 1.5.0, dass wir die Schatten, dass die nicht einfach genau an einem mittleren Punkt da alle unter die Straße gehen beispielsweise. Dass wir die dann auch noch sehen können. Aber dafür fahren wir jetzt hier in so eine kleine, zu den ganzen Farmen in Kalifornien. Das ist natürlich auch schon wirklich mega. Auch da, wie gesagt, könnt ihr ja auch gerne mal schreiben, ob ihr euch den Lone Star mal angeguckt habt, ob ihr euch den neuen, nee, gar nicht, war nur der Lone Star, den könnt ihr euch gerade angucken. Ob ihr euch hier das mit diesen ganzen Straßen so angeguckt habt, ob das so tatsächlich kommt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen etwas. Man merkt auf jeden Fall aber noch nicht allzu viel überall. Bin ich aber auch so noch gar nicht schlimm. Dafür kann ich ja einfach mal auf eine Landstraße irgendwann fahren. Und dann werden wir uns das alles mal wirklich ganz genau angucken. Das war aber wirklich jetzt hier so ein bisschen die kleine Fahrt. Einfach so ein paar Gedanken einfach frei Schnauze sagen. Ja, gar keine wirklichen Gedanken machen, wie, wo, was ist. Sondern, boy, sowas solltet ihr nicht in den USA machen. Die meisten würden da den Graben runterfallen. Oh, und dann kommen wir da nicht lang. Das ist der Nachteil, dass ich sowas deaktiviert habe. Ich wollte das gerade tatsächlich testen und gucken, wie das Ganze so ist. Naja, funktioniert es halt noch nicht. Da lang zu fahren, dann müssen wir das halt anders machen. Gott sei Dank kam hier ganze Zeit gerade kein Verkehr. Da kommt gerade ein Auto. Ist ja auch egal. Ich muss ja auch sagen, wir sind jetzt auf 1080 Grad Lenkwinkel umgestiegen. Da muss man auf jeden Fall ordentlich kurbeln. Oder spürbar auf jeden Fall ein bisschen mehr kurbeln. Wie ist das denn, wenn man hier eine Taste drückt? Geht alles gar nicht. Engine Brake. Ja. Engine Brake leuchtet die Taste sogar. Retarder leider nein. Das kann jetzt hier zum Beispiel nochmal ganz interessant werden mit den Stromleitungen, weil zum Schluss würde das jetzt immer so ein bisschen rauschen tatsächlich. Das finde ich, sieht aber gerade sehr, sehr gut aus. Falls ihr glaubt, der Zaun hat hier gerade gerauscht, der hat gerade nicht gerauscht. Das ist einfach nur, dass diese ganzen kleinen einzelnen Stegen halt einfach das so ein bisschen reflektieren würden. Deswegen sah das so aus, wie es ausgesehen hat. Mega. Auch mit den ganzen Stromleitungen und sowas haben die sich schon wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und sieht man auf jeden Fall auch, dass da dort was Neues passiert ist. Wie gesagt, sonst wäre das ja jetzt so, dass da die Stromleitungen so ein bisschen hin und her schwanken würden. Da hat das auf jeden Fall das TAA was gebracht. Dieser entfernte Schatten. Ich finde, das sieht deutlich angenehmer aus, wenn auch in der Entfernung ein geiler Schatten ist. Klar, ist auch ein bisschen recht intensiver. Schlussendlich ist es aber trotzdem wirklich sehr geil, was man damit so alles darstellen kann. Was das überhaupt für alles für neue Features sind, das darf man ja auch mal nicht so vergessen. Jetzt ist, was natürlich auch ultra cool ist, und zwar, wir müssen hier für die Baustelle Sachen liefern.
Und hier sieht man das. Hier. Sehr cool. Also das ist auf jeden Fall hier eine Abladestelle. Die kennt man normalerweise nicht aus einem Eurotruck-Simulator. Aber ich finde das trotzdem wirklich sehr cool, sehr gelungen. Jetzt horchen wir mal. Das soll ja ein neuer Rückwärtsgang sein. Und der hört sich eigentlich auch echt gut an. Im Rückspiegel sieht das auch mega gut aus. Wenn man hier tatsächlich mal Gas gibt und diese ganzen kleinen Partikel kommen raus. Schon cool. Wenn man kein Gas gibt, dann kommt das auch nicht wirklich raus. Also wenn man sich nur rollen lässt, einmal kurz Gas gibt, das war's. Dann kommt da nichts raus. Aber sonst finde ich das mega geil. Freunde, das war's schon wieder mit dem Climb. Ich teste mal und fahre die erste Fahrt in American Truck Simulator. Entweder sehen wir uns Mittwoch oder Donnerstag in einem Livestream. Also entweder heute oder morgen für die Leute, die sich das heute denn noch tatsächlich angucken, was ich denn für morgen uploade. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Peace out.